Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, es freut mich außerordentlich, Ihnen mitteilen zu können, dass für das Grabser Dorfzentrum grosse Vorarbeiten geleistet worden sind. Das Zentrum Grabsgenossenschaft beabsichtigt eine zeitnahe bauliche Entwicklung von ihrer zentral gelegenen Liegenschaft. Aufgrund der Abweichungen zur Regelbauweise hat ein Sondernutzungsplan erstellt werden müssen. Der Sondernutzungsplan liegt jetzt vor und ist im Gemeinderat bereits beraten worden und ist jetzt in St. Gallen in der kantonalen Vorprüfung. Im Gemeinderat ist es im Rahmen des Richtprojekts wichtig, dass den Aussenräumen einen hohen Stellenwert beigemessen wird. Zusätzlich zum Architekturprojekt ist im Auftrag von der Zentrum Grabsgenossenschaft darum von einem Landschaftsarchitekt ein Richtprojekt für die Aussenräume erarbeitet worden. Das Strassenprojekt vom Tiefbauamt St. Gallen mit neuer Strassenführung der Staatsstrasse ist in dieser Planung ebenfalls berücksichtigt worden. Leider ist es aufgrund der geltenden Bestimmungen des Coronavirus zurzeit noch nicht möglich, eine öffentliche Infoveranstaltung durchzuführen. Um dennoch einen aktiven Miteinbezug der Bevölkerung zu ermöglichen, haben wir diesen Videobeitrag erstellt. Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, Sie sind jetzt herzlich eingeladen, am Gemeinderat spätestens bis am 30. Juni 2021 im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens Anregungen zu diesem Projekt zu geben. Vielen Dank. Das Eigentümerin des Grundstücks im Zentrum Grabs ist die Zentrumsgenossenschaft Grabs. Das war vormals der Konsumverein Grabs, der 132 Jahre alt ist bereits. Der Zweck unserer Zentrumsgenossenschaft ist, das Zentrum zu beleben, Aktivitäten zu fördern. Wir denken hier am Markt, Festli, einzelne Vereinsanlässe. Und wir haben hier auch ein kleines Parkli da hinten, wo wir planen, wo ein Begegnungszentrum ist. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt nach einem langen Weg, wo viel Zeit und Geld investiert worden ist, endlich auf der Schlussstrecke sind. Und dass wir jetzt der Grabser Bevölkerung ihr Zentrum präsentieren können. Danke. Liebe Grabserinnen und Grabser, mein Name ist Maren Kuhnel. Ich bin Architektin und arbeite im Architekturbüro Schlegel und Hofarchitekten und freue mich sehr, dass ich heute, wo ich selber seit 13 Jahren in Grabs wohne, Ihnen die Arealüberbauung im Dorfzentrum Grabs präsentieren darf. Corona-bedingt ist es leider heute nicht möglich, dass wir uns persönlich sehen und wir Ihnen das persönlich im Gemeindesaal vorstellen können. Somit greifen wir jetzt hier drauf zurück, dass ich hier mit dem Tablet stehe und Sie durch die Präsentation führe. Ich möchte beginnen mit der ortsbaulichen Idee. Es geht darum, dass wir hier das Zentrum Grabs aufwerten mit einem Dorfplatz, mit Außenraumgestaltung, dass wir hier hingehen und mit weiteren Läden im Großverteiler und zentrumsnahen Wohnungen einen Ort schaffen, der belebt ist und der von allen Grabsern gerne angenommen wird und willkommen ist. Wichtig sind natürlich auch bei der Gestaltung der Architektur der Freiraum, also das, was sich drumherum befindet. Die Aufenthaltsflächen erhalten Gastronomie und ein hohes Maß der Durchgrünung soll hier auch erfolgen, sowie auch der Übergang zur historischen Bebauung des Drogeriegebäudes. Das qualitativ hochstehende und vielfältige Wohnungsangebot an zentraler Lage ist hier stark im Angebot. Die Nutzung ist dahin ausgerichtet, dass es eine angemessene Überbauung gibt im Sinne der Innenentwicklung und dass es möglichst hohe Freiflächen gibt, angemessen auf die Proportionen der Gebäude. Auf dem jetzt Ihnen vorliegenden Plan kann man gut die Dorfstruktur von Grabs erkennen.
Im Zentrum sieht man hier deutlich, ist das Areal gelegen, welches im Norden durch den Grabser Bach begrenzt wird. Auf der Südostseite ist die Werdenstraße und auf der Südwestseite ist die Staatsstraße. Hauptsächlich wird ein Ensemble aus drei Gebäuden hier geplant. Es gibt einmal den akzentuierten Kopfbau, der auch die Gebäudekante der Post aufnimmt und mit einem gemeinsamen Erdgeschoss verbunden ist zu dem Gebäudehaus C auf der Werdenstraße. Orientiert an der Staatsstraße gibt es ein zurückliegendes Gebäude, welches sich zwischen dem akzentuierten Eckbau und der Drogerie befindet. Durch das Zurückversetzen dieses Gebäudes wird ein Raum geschaffen, wird der Dorfplatz geschaffen. Rückseitig entsteht der Quartiersplatz. Die Ensemblewirkung hier, das Volumen, die Verdichtung entspricht der vorhandenen Verdichtung, fügt sich gut ins vorhandene Ensemble ein und entspricht auch den Gebäudeformen und Größen, die bereits in Grabs vorhanden sind. Hier kann man noch mal schön die Maßstäblichkeit erkennen auf den nächsten Bildern, auf der Isometrie und auf dieser Ansicht, dass die Ausbildung des Kopfbaus, das Besetzen der Ecke, einen Akzent hier an der Staatsstraße bzw. Ecke Werdenstraße setzt und das abgetreppte Gebäude, das zurückversetzt ist, den Übergang herleitet zur historischen Drogerie. Die Orientierung der Gebäude ist zur Südwestseite und öffnet sich zum Raum hin, zum öffentlichen Raum hin. Somit ist also festgehalten, dass wir eine zentrumsstärkende Dichte haben auch, eine belebte Erdgeschosszone mit einem integrierten Großverteiler, aber auch ganz wichtig, zentrumnahes Wohnen ist hier möglich. Auf dem nächsten Plan kann man deutlich die Umgebungsgestaltung erkennen, den Außenraum. Hier sieht man auf der Richtung Staatsstraße orientiert den Dorfplatz mit einem Dorfbrunnen, eine Hommage an den Mühlbach. Und der gesamte Dorfbereich zieht sich rüber bis auf die andere Straßenseite und integriert somit auch den Straßenraum als Platz. Dieser große Platz kann für Veranstaltungen verwendet werden und dient auch als Marktplatz. Es ist eine Zuwegung zwischen dem Haus A und dem Haus B, dem Kopfgebäude, möglich, hinten zum Quartiersplatz. Der Quartiersplatz öffnet sich zum Grabser Bach hin und beinhaltet einen Bereich zum Spielen, zum Sitzen, zum Verweilen. Ein Trinkbrunnen ist geplant und auch ortsübliche Zugänge zum Grabser Bach sind in Planung. Des Weiteren ist es so, dass die Erschließung über Nordost erfolgt, von der Werdenstraße aus, sowohl die Erschließung der Tiefgarage als auch die Anlieferung. Die Tiefgarage dient sowohl für die Bewohner der Wohnungen als auch für die Kunden der Detailhandelsflächen. Des Weiteren ist geplant, dass wenn keine Veranstaltungen auf dem Dorfplatz sind, ist es möglich, im oberen, im westlichen Teil gegenüber der Drogerie dort kurzzeitig parken zu können. Auf dem nächsten Plan kann man deutlich noch mal die Einbettung der einzelnen Gebäude sehen. Der Zugang zum Großverteiler, zu den Dienstleistungen, zur Drogerie sind alle von der Staatsstraße her, vom öffentlichen Raum her. Und grundsätzlich sind die Gebäude nach Südosten und Südwesten ausgerichtet. Die Erschließung, wie bereits gesagt, ist über die Nordostseite, über die Werdenstraße und die Kurzzeitparkplätze, auch hier jetzt deutlich sichtbar eingetragen auf dem westlichen Teil des Dorfplatzes. Das Untergeschoss hier befindet sich auf dem fast gesamten Areal und erschließt damit alle Gebäude, die sich hier drauf befinden. Die großzügige Tiefgarage beinhaltet 79 Parkplätze. Und zusätzlich drei behindertengerechte Parkplätze, die jeweils den einzelnen neuen Gebäuden Haus A, B und C zugeordnet sind. Jedes Gebäude hat ja Wohnungen in den Obergeschossen und diese werden durch ein separates Treppenhaus erschlossen, sodass der Kundenverkehr und der private Verkehr getrennt sind. Zusätzlich sieht man hier, dass es einen Aufgang gibt für
den Großverteiler, einen separaten, und zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, direkt auf dem Quartiersplatz über die Treppe nach oben zu kommen. Wenn wir zum Erdgeschoss gehen, sehen wir hier nochmal auch die Zugänge, der Außenbereich über die Arkaden. Das Haus B und C sind mit einem Erdgeschoss ja verbunden und über Arkaden von außen erschlossen. Auf dem Erdgeschossplan kann man nochmal schön erkennen die verschiedenen Ladenzonen und Nutzungen, die geplant sind. Der Kopfbau beinhaltet mit dem zusammenhängenden Erdgeschoss für das Haus C den Großverteiler und hat noch verschiedene kleine Flächen für andere Detailhändler. Geplant ist auch eine Gastronomie, die sich hin zum Dorfplatz orientiert. Der zurückversetzte Bau, Haus A, beinhaltet eine Dienstleistung, und geplant ist zudem noch, dass die historische Drogerie, die hier am Ort ist, erweitert wird durch eine Apotheke, die eingeschossig ist. Die Zufahrt erfolgt, wie gesagt, über die Tiefgarage, aber man kann auch eben die Kurzzeitparkplätze auf dem Dorfplatz benutzen. Wenn wir zu den Obergeschossen kommen, sieht man ganz deutlich die einzelnen Gebäude, die sind ablesbar, und sämtliche Grundrissgrößen sind vorhanden. Von 2,5 bis 5,5 Zimmerwohnungen sind hier geplant, sowie auch Einzimmerstudios. Das Haus A und C hat jeweils 2 Vollgeschosse mit Wohnungen und das Haus B hat sogar 3 Vollgeschosse und akzentuiert sich damit nochmal an der Ecke. Die Orientierung der Wohnungen ist nach Südosten mit einem Weitblick zur Kirche, zum Werdenberger Schlösschen, und auf der Südwestseite ist der Weitblick zum Grabser Berg und zum Stuttner Berg gegeben. Wie wir hier jetzt erkennen, sind wir ja mitten im Zentrum von Graz. Ich stehe ja genau an dem Ort, wo im Prinzip jetzt die Bebauung stattfinden soll. Und der Lärm natürlich durch die Straße und auch der Föhn, der hier mir um den Kopf weht, ist natürlich völlig klar, dass die Wohnungen hier gegenwirken und gegen Schallemissionen ausgestattet sind. Da kann ich Sie sozusagen beruhigen. Auf den nächsten beiden Plänen sieht man die Ansichten und Isometrien der geplanten Bebauung des Areals hier in Grabs. Hier wird nochmal deutlich, der Kopfbau, die Akzentuierung auf dem Eck, sowohl aber auch die Verbindung der abgetreppten Gebäude zum historischen Drogeriegebäude hin. Und man kann noch schön auch erkennen die Dorfplatzgestaltung und auch die hohen Qualitäten des Quartierplatzes. Bei der Arealbeplanung war es natürlich auch wichtig, dass nicht nur die Ausgestaltung der Freiräume einen hohen Stellenwert haben, sondern auch ihre Nutzung. Dass der öffentliche Raum belebt wird. Dies ist möglich zum Beispiel mit dem Klausmarkt, dem Weihnachtsmarkt, dem Frühlings- und Herbstmarkt, der mit ca. 50 Marktständen hier im Zentrum für Leben sorgt und sowohl auf dem Dorfplatz als auch auf dem Quartiersplatz und auch entlang des Grabser Bachufers durchgeführt werden kann. Des Weiteren ist es möglich, den Bure- und Wochenmarkt auf dem Dorfplatz zu integrieren, genau so, wie er jetzt im Moment geplant ist, sodass sogar noch Kurzzeitparkplätze erhalten bleiben. Hiermit bin ich am Ende des Vortrags angelangt. Ich persönlich freue mich sehr auf diese neue Quartiersaufwertung mit der Planung der Freiräume, der Gebäude, wie sie jetzt im Moment hier entstehen soll. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bin gespannt über Anregungen und Ideen, die noch von Ihrer Seite kommen werden, und verabschiede mich hiermit und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. So viel als Marin, voll engagiert wie immer und eben schon dieses Jahr zu Grabs daheim und wirklich mit sehr grossem Engagement immer unterwegs. Sehr gross engagiert natürlich auch der Walter Schlegel vom Büro Schlegel und Hofer, der das eben gestaltet hat. Und der Walter hat sich überreden lassen, mir noch etwas beim Projekt zu erklären und hat zuerst mal das Projekt so richtig hergestellt, wie es eben sein soll. Ja, Walter, wir, WDA zu Grabs, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass es mal so etwas Schönes gäbe. Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass wir so weit sind und das Zentrum endlich zielführend aufgeleistet ist, dank der politischen Gemeinde und dank dem Kanton, der jetzt gleich eine gute Zusicherung gebracht hat, dass das auf einem guten Weg ist. Und jetzt hinten sehen wir Erfolg. Das ist eben noch nicht mehr Erfolg, es ist dann alles ein bisschen anders, gell? Ja, das ist so.
Und es kommt ein Grossverteiler rein, wo eigentlich das Zentrum Grabs soll noch mehr beleben mit anderen Geschäften und Dienstleistern, wo wir zurzeit im Gespräch sind. Und in naher Zukunft hoffentlich endlich das Zentrum Grabs belebt wird. Und jetzt haben wir hier ein Modell. He? So, wenn ich jetzt extra richtig hergerückt habe, kannst du mal noch ein bisschen erzählen? Ja, also auf dem Modell haben wir die Bauten dargestellt, die vorhin Marin Kunheil erläutert hat. Da sehen wir es gerade, der Grabserbach natürlich. Jawohl, der Grabserbach, der hier einläuft. Jawohl. Und dort gibt es den Markt, oder? Da, vielleicht kommen wir dann zuerst auf die Bauten zurück. Jawohl. Da haben wir also das Haus A, das Haus B und das Haus C. Die zwei Häuser sind, wie gesagt, schon dreigeschossig plus Dachgeschoss. Sekurs als Leuchtturm, ein bisschen als Leuchtturm dargestellt, ist viergeschossig plus Dachgeschoss. Und im Erdgeschoss ist ein Grossverteiler untergebracht, der in der ganzen Fläche untergebracht ist. Hinten dran, die Drogerie, die bleibt, gell? Die Drogerie bleibt und die wird aber mit einer Apotheke erweitert, dass die Bevölkerung eigentlich eine Aufwertung erfährt, was Gesundheit betrifft. Und dann kommt gegenüber von der Bank, von der Raiffeisen, kommt noch eine Bank her, glaube ich. Ja, das ist ja vorgesehen im Haus A unten dran. Das ist auch eine Verhandlung. Jetzt hat man nicht mehr geredet von Rückzugsmöglichkeiten, ja, von Möglichkeiten, dass man auch nutzen kann. Wo ist denn das vorgesehen jetzt da? Also das wäre richtig Grabserbach. Das wäre die Fläche da hinten dran. Mit dem neuen Verbindungsweg, wo nur eine Straße ist, sondern für einen langsamen Verkehr vorgesehen ist, also Velo, Fußgänger und alles. Die Gesamtsituation da ist dann möbliert mit Bänken und Spielgeräten im Innenplatz da. Also es ist dann eigentlich die Ruhezone gegenüber von der Staatsstraße und gegenüber von der Werderstraße. Es ist ein relativ kleines Gebiet, natürlich, das ist klar. Aber trotzdem, für Grabs, eigentlich, heute ist es schön, oder? In diesem Zentrum etwas Neues zu machen. Ja, auf jeden Fall. Oder? Weil, ja, also, wir haben ein gutes Gefühl, dass das gut genutzt wird und eine grosse Aufwertung für Grabs bringt. Ja. Und jetzt geht das Modell wieder retour. He? Genau. Ja. Man kann jetzt also sich melden. Für weitere Aktivitäten. Aha. Man kann sich melden, gell? Wenn wir so Input bringen und so, das ist alles auch möglich, oder? Das ist möglich. Einmal über die Homepage von der Gemeinde Grabs unter News, Rubrik News. Und wenn die Interessenten keinen Internetanschluss haben, dann nachher müssen sie sich halt auf dem Bauamt Grabs am Lindenweg 4 melden, wo sie dann Einblick über das Projekt und den Sondernutzungsplan bekommen. Und du gehst mit dem Modell jetzt weg und gehst wieder zurück auf Buchs? He? Das kommt jetzt wieder zurück auf Buchs ins Büro. Und bei Bedarf kann man es dann ohne dem Bauamt abgeben, dass die Leute das noch in Natura sehen.